Space Planning hat mit Raumfahrt gar nichts zu tun. Space Planning bezieht sich tatsächlich auf den, also auf die Flächen, auf den Platz, der bewirtschaftet wird. Konkret bei uns in der Abteilung geht es um die Planung und um die Kontrolle der Durchführung der geplanten Maßnahmen. Es bezieht sich auf Büroräumlichkeiten, aber auch Nebenflächen, wie zum Beispiel irgendwelche Lounge Areas. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist wichtig und es bringt auch einen weiter. Ich glaube, auch diese Open Space Office trägt dazu einiges bei, dass man viel eher in eine Unterhaltung tritt, als man sonst in einem geschlossenen Raum tun würde. Und wir sind hier sehr miteinander. Join us. Apleona.